Ja, willkommen zu meiner Gesamtübersicht an Feuerwerk für das kommende Silvester 2020-2021 an Cut 1. Bisschen was anderes habe ich auch noch über, werde ich euch alles zeigen, aber mehr wird es wahrscheinlich nicht. Vielleicht kaufe ich in Frankfurt noch was, dann irgendwas im Hals, werde ich euch darüber informieren. Ich habe hier oben einmal das Looping, ja, vom Komet aus Edeka, das Pyro-Kids ebenfalls aus dem Edeka, zweimal die Ground Ninjas aus Wiglo Wunderland. Ist so ein Restpostenmarkt, glaube ich. Dann haben wir hier das XXL Kids, ja, paar Vulkane, paar Fontänen haben wir hier drin. Kriege ich jetzt nicht aus. Einmal Crazy Eyes, mehr gab es leider nicht. Das Junior Stars, 70-teilig. 14 Packungen Leslie D-Böller aus der Charge 2016. Ja, hier. Einer ist schon umgefallen. Haben wir hier das Schatz, nee, Feuerwerksschatz, über 275 Teile. Zweimal das Kraftpaket-Set hier unten. Dann haben wir hier zweimal das Crazy Panda Set und zweimal die Knallkraut. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Dreiviertelpack FP3. Das sind irgendwelche anderen FP3X oder sowas. Ja, sind aber die neuen, die FP3, die sind scheiße. Das sind noch die alten hier. Irgendwelche anderen. Und der hier hat irgendwie eine extrem lange Lunte. Oder zwei sogar, perfekt. Ja, drauf geschissen. Und haben wir hier nochmal ein La Bomba. Ja, das ist mein Sortiment für das Jahr. Ihr braucht gar nicht erst reinschreiben, irgendwas von wegen FP3 sind verboten und sowas. Das ist mir egal. Ich werde diese Leute direkt ausblenden. Denn es ist immer noch meine Sache, was ich mache. Und ich gehe damit wenigstens anständig um, im Gegensatz zu allen anderen. Und wie gesagt, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schreibt was in die Kommentare. Abonniert Samantha und Thorsten, sind beide unten verlinkt. Und bis zum nächsten Video.